Ja, mein Name ist Thomas Weiser. Ich bin die fünfte Generation hier im Haus der 1000 Uhren. Die Familie Weiser hat 1875 schon begonnen, Kuckucksuhren und Uhrenkästen zu produzieren. Triberg ist bekannt durch die Kuckucksuhr, die wurde hier erfunden. Und der Schwarzwald steht nun mal für die Kuckucksuhr. Das ist das ureigenste Produkt, mit dem man hier den Schwarzwald verbindet. Den ersten ausländischen Mitarbeiter, den wir hatten, ich denke, der kam damals aus England zu uns. Das war eine junge Frau, die hat sich hier verliebt, hat geheiratet und hat da eine Arbeit gesucht und ist auf uns gestoßen, indem wir eine Anzeige im Schaufenster hatten mit der Überschrift Do you speak English? Und da hat sie sich reingewagt. Unsere Mannschaft und wir als Firma sind sehr offen, wir haben also keine Vorbehalte irgendwelchen Nationalitäten gegenüber. Wir finden es eher im Gegensatz interessant, je bunter, desto besser. Die fremden Sprachkenntnisse, die sie aus ihrem Heimatland mitbringen, sind für uns sehr wertvoll. Natürlich die Deutschkenntnisse, da fehlt es manchmal noch ein bisschen und alles andere kann man bei uns dann lernen. Unsere Mitarbeiter, die kommen aus allen Teilen der Welt. Die kommen aus Spanien, aus Italien, aus England, aus den USA, aus China. Wir haben eine Mitarbeiterin aus dem Iran, aus Osteuropa, aus Bulgarien. Und es kommt einfach daher, da Triberg und unsere Kundschaft sehr international ist. Wir haben Kunden aus 80 Ländern der Welt hier. IQ unterstützt uns in der Hinsicht, dass sie Mitarbeiter aussucht, wo sie denken, dass die für uns in Frage kommen. Jetzt kommt dann jemand aus dem Hause mit, hier zur Vorstellungsrunde, hilft zum Teil auch noch beim Dolmetschen. Insofern sind wir da sehr dankbar und konnten da auch schon zwei, drei gute Erfolge erzielen.